Sie konnte aber nicht, hätte nicht gegründet werden können, wenn ich nicht gleichzeitig seit 1991 bin ich dabei bei dem Satiremagazin Titanic, beim endgültigen Satiremagazin. Und Aber definitiv. genau, bei dem endgültigen Satiremagazin, und ohne dieses Magazin gäbe es die Partei nicht. Ja. Jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Generalsekretär der die Partei. Gut, ja, ich wollte jetzt halt den Schluss oder den eigentlich zuerst Titanic vorstellen. Jetzt habe ich zuerst die Partei vorgestellt, aber das ist euch oder dir ja auch am wichtigsten. Und diese Partei wurde gegründet am 4. August oder 2. August, und wir saßen um einen Tisch herum und haben uns eben irgendwelche Posten zugeschoben, und ich hatte das Glück, Generalsekretär zu werden, oder das Pech. Andere wurden Wie man es nimmt. Beauftragte für Familie oder zweiter Vorsitzender oder Oder andere wurden zum Vorsitzenden gewählt und hießen Martin Sonneborn. der hieß Martin Sonneborn. Der hat dann, es wird ja immer kolportiert, dass er die Nummer 01 gehabt hätte, aber das war, glaube ich, Stefan Rürup, der damalige Redaktionszeichner. Ich Also habe gehört, uns dass hat er, dass er die Nummer 0 hat. Also zumindest habe ich das mal in jetzt. einem Interview gehört, dass er gesagt hat, er hat die Nummer 000 in seinem Ausweis Genau, stehen. jetzt hat er die Nummer 0, und damals erschien uns dieses Projekt zwar sehr zukunftsträchtig, aber nicht so zukunftsträchtig, wie es im Moment den Anschein hat. Wir werden also demnächst in den Bundestag einziehen, und zwar nächstes Jahr komplett. Dieses Jahr sind Wir wir sind schon, schon in den Bundestag eingezogen. genau, dieses Jahr sind wir mit dem Herrn Bülow eingezogen. Über den.